calling out to the whole wide world. Help me scream and shout that we want peace. Big love to Emmanuel Jao. Oh yeah. Oh yeah, I'm looking for some people who's looking for peace. Maybe together we could make the war cease. Now we can send mankind to the moon, and we can reach to the bottom of the sea. That's why it's really kinda baffles me that we cannot end wars and bring peace. And we cannot change the way people act, and we cannot change the way people think. So if we sit back, chill out and relax, civilization will soon be extinct. That's why I am calling on the whole wide world. Come on people, won't you help me? Let's scream and shout, cause we want peace. To say the least, I dedicate this song to the common people caught in the middle of this common evil. I wish the world was a little bit better. Time to start looking at the man in the mirror. Fear is the devil policeman. Fear make good genocide with Hitler so he can. Feel a war of genocide and I'm a good weekend. Tighten up the land cause nobody was speaking. That's why I am. I'm calling on the whole wide world. Come on people, would you help me? Let's scream and shout, cause we want peace. To say the least, somebody said after Rwanda, and after Rwanda, and not far from Rwanda, who's gonna shout for the poor people living and die for? The world gone deaf, the world gone blind, the world busy sitting down on the behind. Nobody cared about the poor and needy, too busy sucking up to the rich and the greedy. For every hero there's a villain, I am kidding. We gotta shout, standing out on cities. One more time, we got no more time. We gotta figure out the way that we could all combine. Like Jericho, the walk comes stumbling down. The sound of voices out of cities surround. You know what it's worth, gotta put our voices to work. We gotta shake down heaven and earth. That's why I am. I'm calling on the whole wide world. Come on people, would you help me? Let's scream and shout, cause we want peace. To say the least, come on everybody, come on. Stand up, stand up, stand up. You want peace and I want peace. Stand up. We want peace. We want peace. Erstmal muss ich ganz, ganz laut sprechen. Wir werden nach einem Gedicht werden wir uns positionieren. Und zwar sage ich noch ein paar kurze Worte dazu. Wir haben die Menschenkette, die Strecke mit weißen Tauben aufgesprüht auf dem Boden. Sie können sich in Richtung Ukraine auf diese Strecke anreihen. An den Übergänge, an den Kreuzwege, wo Autos vorbeigehen, bitte ich Sie nicht zu stehen. Also Sie hören vor den Übergänge und dann geht die Menschenkette auf die andere Seite der Straße weiter.
von der anderen Seite, von der ukrainischen Botschaft, kommen uns auch genauso viele Leute entgegen. Also es passiert das Gleiche drüben auf der ukrainischen Botschaft. Es passiert genau das Gleiche auf der ukrainischen Botschaft und wir werden uns in die Mitte treffen. Gerne Leute, Passanten, Touristen ansprechen und sie bitten, in unsere Menschenkette sich anzureihen. Wir wollen diese Botschaft in die Welt senden. Wir haben hier viele Presse, die unsere Nachrichten und das heißt unsere Friedensnachrichten weitertragen werden. Wir wollen eine Botschaft erstmal an unsere Regierung senden, dass wir für den Frieden sind, dass wir keine Waffenlieferung wollen, dass wir die Entsendung von Diplomaten fordern, dass wir das Ende des Konfliktes in der Ukraine verlangen. Wir möchten Diplomaten, wir möchten Verhandlungen, ganz im Sinne von Willy Brandt und Helmut Schmidt. Man hat mir mitgeteilt, dass man mich am Ende der Menschenkette nicht hört, also auf der anderen Seite. Ich werde meine Rede nochmals wiederholen. Ich werde entlang der Menschenkette vorbeigehen und mit meinem Lautsprecher nochmal ein paar Ansagen machen. Sie werden auch ein bisschen Musik hören. Friedensbezogen, versteht sich. Ja, wir haben auch eine Überraschung, so ein Gedicht, die Friedenswelle. Und ich übergebe das Mikrofon erstmal für diese wunderbaren Gedicht. Vielen Dank. Du stellst dich vor. Hallo? Hallo, liebe Friedensfreunde. Ein Gedicht, was in unserer Zeit passt. Friedenswille. Willst du einen Krieg verhindern, musst du viele Worte machen. Lärmen, schreien, singen, lachen. Streiten, rufen, reden. Wenn's nur einer ist, und töricht. Alle müssen schreien, miteinander sprechen, auf der ganzen Welt. Was uns jetzt am Leben hält, alle müssen's sein. Wenn die hohen Herren schweigen, nur noch ihren Rücken zeigen und mit Staub und Asche spielen, müssen wir uns selbst zu Friedenswaffen machen und in allen Menschensachen miteinander reden, denken, fühlen. Kopf an Kopf und Hand in Hand. Keine Kälte kann uns trennen. Bis wir stark und deshalb heiter, ernst und ruhig sagen können, der Krieg ist tot, der Mensch lebt weiter, mit der Natur im Einklang, ohne Macht und ohne Gier. Lasst uns nicht verstummen. Und dann ist, der Krieg wird zum Gewohnheitsrecht. Und das wollen wir nicht. Für den Frieden bist, musst du eine Schutzweste tragen, denn man zielt auf dich und schießt auf dich. Du musst dich mehr erklären und rechtfertigen als Herrscher bei einem Krieg sein Tritt, das gibt es nicht. Ich weiß nicht, was hier geschieht, wenn du die NATO nicht liebst und willst, dass Rammstein nur schließt, kommen Angriffe wie du Antisemit, unfassbarer Freak, du Spinner, weh, du sagst nochmal Peace. Doch wenn du ein Land überfielst und dann überziehst mit Bombenhageln, mit Kratern wie von einem Meteorit aus einer Arbeitsplatz erschaffenden Waffenfabrik, wirst du begatscht als Star-Gast im Massen-TV. Sie schüren Angst und Hass, sie müssen Feindbilder schmieden, doch wir sehen die Menschheit als eine Familie, statt Scheine verdienen durch Leid produzieren, lieber Pleite im Frieden, als reich durch die Kriege. Wir rufen Peace und wir ziehen auf die Straße gegen Krieg. Sind aktiv, wir sind die Friedensbewegung.
ist die Waffenindustrie, die Profit aus dem Krieg zieht. Schließt, wir sind die Friedensbewegung. Und wenn man auf uns schießt, sagt es wenig aus über uns als über sie. Wir sind die Friedensbewegung. Ihr wollt einen Satz zum Zitieren? Der erste Weltfrieden ist das Ziel einer Friedensbewegung. Doch man will nur spalten und teilen, verdrehen jeden Satz in einem Kreis, erschaffen einen Keil. Denn eine große Friedensbewegung, die darf ja nicht sein, sonst brechen Aktien ein wegen Gewaltlosigkeit. Denn Krieg hat eine große Interessensgemeinschaft, die die Geschäfte erweitern in ihrem weltweiten Fight Club. Und sagst du friedlich nur ein unbedachtes Wort, wirst du härter verurteilt als für hundertfachen Mord am öffentlichen Pranger. Mediale Kugeln, weil sie es immer mit den gleichen Schemata versuchen. Darum gibt's wenig Künstler, die dafür stehen, was zu tun, weil starke Messages nicht für CD-Verkäufe für gut sind. Ist mir egal, ich gehe freiwillig vor, denn ich hab Rückgrat, vielleicht kommt es euch leichtsinnig vor. Doch ich bleib Kill is War, radikal für Frieden, gepanzert mit der Liebe und ich lass mich nicht verbiegen. Wir rufen Peace und wir ziehen auf die Straße gegen Krieg, sind aktiv, wir sind die Friedensbewegung. Bis die Waffenindustrie die Profit aus dem Krieg zieht, schließt, wir sind die Friedensbewegung. Und wenn man auf uns schießt, sagt es weniger aus über uns als über sie, wir sind die Friedensbewegung. Ihr wollt den Satz zum Zitieren? Der erste Weltfrieden ist das Ziel einer Friedensbewegung. Wir formen Peace-Sende für ein Kriegsende. Von mir aus könnt ihr mich naiv nennen, doch wenn man mit Lügen den Krieg anzettelt, dann kann man auch durch die Wahrheit einen Krieg beenden. Und wenn sie sagen, das funktioniert doch nicht, mach ich's trotzdem, weil es keine Alternative gibt. Und von mir aus können sie sagen, ich spinne, doch stell dir vor, es ist Frieden und alle gehen hin, komm mit. Wir rufen Peace und wir ziehen auf die Straße gegen Krieg, sind aktiv, wir sind die Friedensbewegung. Bis die Waffenindustrie die Profit aus dem Krieg zieht, schließt, wir sind die Friedensbewegung. Und wenn man auf uns schießt, sagt es weniger aus über uns als über sie, wir sind die Friedensbewegung. Ihr wollt den Satz zum Zitieren? Der erste Weltfrieden ist das Ziel einer Friedensbewegung. Danke. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Llevando la justicia y la razón.
Thank you.
Gracias. A vivir una cultura diferente. I'll be buried in my own grave.
the most important verse was the one they made up in Montgomery, Alabama. Said, we are not afraid. There's a lot of people in this world, they know what's right and what's wrong, but they're not gonna do anything about it. Somebody has to be willing to sing, we are not afraid. We are not Was wollen wir? Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit! Jawohl, und das auch.
auf der ganzen Welt. Sie bezeichnen sich als sogenannte Friedensbewegung. Doch so schön das Wiedererwachen der Friedensbewegung auch sein mag, so unschön waren die Begleiterscheinungen. Desinformationskampagne. Mit Wörtern und Begriffen, die die Friedensbewegung kaputt machen sollen. Anti-Amerikanismus, Verschwörungstheorien und ein bisschen Frieden. Ganz stark in diesem Kreis sind Verschwörungstheorie, das ist ein Kampfbegriff. In die rechte Ecke drücken mit diesem Bericht. Sie haben Angst vor Krieg und sagen, die Medien in Deutschland lügen. Als Querdenker stehen sie da. Neue Töne von der neuen Friedensbewegung. Wie frei die Meinung ist, merkst du erst, wenn du deine geändert hast. Nicht mehr das nachbetest, was der staatseigene Sender sagt. Was du meinen und denken darfst, kommt live über den Sender. Machst auf welcher Seite du stehst und welchen Feind du als nächstes hast. Alles schwarz, weiß, gut, böse, sie wollen den Verstand verpesten. Zwischen den normalen Menschen Hass und Kämpfe anzuzetteln. Das Massenchecken beginnt sich abzuwenden. Von transatlantisch vernetzten Propaganda-Gazetten. Sie hetzen, denn sie haben Angst vor Menschen, die anders denken und das ersprechen, was sie denken. Die anfangen, andere anzustecken, versucht sie abzudrängen, abzugrenzen, an die Wand zu stellen. Doch jetzt beginnt sich das Blatt zu wenden. Sag bye bye NATO-Presse. Die auf Friedenstauben schießen und mit Euphorie und Euphemie die Kriege formulieren für die Ziele der Eliten. So füllt ihr die Druckerpatronen mit dem Blut von unzähligen unschuldig Toten. Sie schießen geniale Kugeln, feuern mit Kampfbegriffen in einer Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders ticken. Mediale Kugeln, um Feuer mit anzustiften, denn die Ketzer von damals, das sind heute die Aktivisten. Mediale Kugeln mit Blut verschmierten Texten. Ich werd niemals schweigen, irgendwer muss sich widersetzen. Mediale Kugeln versuchen mich zu treffen. Meine Friedenstaube braucht heute Schuss und sichere Westen. Die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges. Journalisten im Dienste der Propaganda. Aber dann sind ja alle diese Zeitungen nur sowas wie die Lokalausgaben der NATO-Pressestelle. Diese vermehrt einseitige Berichterstattung. Das mit der Wahrheit egal. Die Medien schießen auf eine Friedensbewegung. Verhält sich nach dem Motto, stell dir vor, es ist Krieg und keiner. Und heute sagt mir, wo die Friedensbewegung ist. Wo ist sie geblieben? Diese Prostituierten fragen sich ernsthaft, wo hier denn eine Bewegung ist. Es sich mal ein, setzt für den Frieden. Ich helfe euch, denn es scheint am Kurzzeitgedächtnis zu liegen. Checkt die Archive, ihr wart die, die diese Kräfte beschießen. Von FAZ bis zum ZDF, von der Welt bis zum Spiegel. Fördern in Texten die Kriege mit mieser Hetze auf Titeln. Seit der Atlantikbrücke, Marshall Fund und Aspen verschrieben. Ne Klaus, klebrige Nähe, dann Super Angie und Friede. Aber nein, ich bin kein Putin-Verehrer. Es gibt dort zu viel zu tun und genug, was nicht gut ist. Nur tut hier grad jeder, als wären wir super unfehlbar. Für die Russen ein Lehrer, aber für Snowden wäre Schutz oder auch Zuflucht kein Thema. Euch gibt das Blut an dem Paper, denn der neue kalte Krieg ist auch Produkt eurer Feder. Und ihr versucht, was mit jeder Zeile die Meinung zu leiten, um gleich den meisten zu zeigen, verstehen ist scheiße und zeichnen deine Nukleargegner. Sie schießen geniale Kugeln, feuern mit Kampfbegriffen in einer Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders ticken. Mediale Kugeln, um Feuer mit anzustiften, denn die Ketzer von damals, das sind heute die Aktivisten. Mediale Kugeln mit Blut verschmierten Texten. Ich werd niemals schweigen, irgendwer muss sich widersetzen. Mediale Kugeln versuchen mich zu treffen. Meine Friedenstaube braucht heute Schuss und sichere Westen. Die Redaktionen werden von Leserbriefprotesten geradezu überschwemmt. Wir haben massenhaft solche Post bekommen. Es geht um unsere Glaubwürdigkeit und die scheint erschüttert zu sein. Ein zentrales Thema, Medienkritik. Wir würden nicht das Ganze. Eine Kultur des Krieges, des Hasses, des Konsums, des Misstrauens und der Intoleranz gegenüber anderen. Medien in der Vertrauenskrise. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Eliten, die sich immer in Eskalation aufgeilen. Ja, es laufen eben sehr, sehr stark ab. Man sieht euch angeschlagen, am Abgrund hinken, weil die Massen wach sind und mit Taschentuch zum Abschied winken. Abozahlen sinken und bald werdet ihr ganz verschwinden, weil ihr von den Bäumen doch nie von dem ganzen Wald berichtet. Feindbilder zeichnen aus den kleinen Minderheiten, bis der Kleinstadthorizont bald wieder scheint. Über Heimen, ihr geht Seite an Seite mit den Schlägern und den Knüppeln, denn ihr selbst habt seit Jahren dieses Problem herangezüchtet. Hinter dem, der hierher flüchtet, liegt ein brennendes Heim, echtes Leid. Doch ihr kriegt nur Sendezeit, wenn es nicht live den Besten zeigt, in Echtzeit, während ihr bei den Protesten schweigt sofort in eine Ecke treibt. Ich frag mich, ist es ernst gemeint? Und allzu deutsche, antideutsche lesen weiß und denken weiß. Mit Landesfahren gegen Nationen, was doch befremdlich scheint. Araber mit Palituch sind Terroristen. Nicht lernen aus unserer Geschichte, kein Fuß breit den Rassisten. Denn Verbrecher sind Verbrecher, ganz egal wer es ist. Es geht um Taten und nicht darum, welche Flagge man hisst. Bei eurem medialen Doppelstandard mach ich nicht mit. Ich sag die Wahrheit, ganz egal, ob ich das darf oder nicht. Sie schießen mediale Kugeln, feuern mit Kampfbegriffen in einer Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders ticken. Mediale Kugeln, um Feuer mit anzustiften, denn die Ketzer von damals, das sind heute die Aktivisten. Mediale Kugeln mit Blut verschmierten Texten. Ich werd niemals schweigen, irgendwer muss sich widersetzen. Mediale Kugeln versuchen mich zu treffen. Meine Friedenstaube braucht heute Schuss und sichere Westen. Was ist denn jetzt? Ich
Sie blockieren, Sie löschen! Löschen! Aber wir kämpfen doch für die Meinungsfreiheit! Ja, aber doch in Russland, nicht hier! Yeah.
Ja, hallo liebe Freunde, hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Matthias. Ich bin freier Journalist und Gründer der Friedensinitiative Stop Soar in Jemen. Wir schreiben heute den 20. Juli 2024. An dem heutigen Tage hatte ja Sandrine eine Menschenkette organisieren wollen, die von der russischen Botschaft bis zur ukrainischen Botschaft reicht. Und ich bin diese 1300, 1400 Meter einmal hin und einmal zurück abgelaufen. Mit ganz kleinen Lücken ist diese Strecke auch tatsächlich mit knapp 1000 Menschen besetzt, so wie wir uns das, so wie sich das die Organisatoren vorgestellt haben. Aus meiner Sicht ist ein ganz, ganz großer, toller Erfolg, den hier Sandrine und das Orga-Team von der Menschenkette für Frieden in Europa hier erreicht haben. Und es ist natürlich auch ein Zeichen an die Politik. Und wir haben da hinten gerade das Brandenburger Tor, etwa 500, 600 Meter von uns entfernt. Rechts dahinter ist der Reichstag, wo die eigentlichen Extremisten, Nazis in der Regierung sitzen. Und diese Bilder werden Sie hoffentlich aufhorchen lassen und zum Nachdenken bringen, eben nicht mehr deutsche Waffen in Kriegsgebiete zu liefern, so wie das die Grünen einst mal vorhatten und so es auch im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP geschrieben steht. Ja, wir wollen hoffen, dass der Frieden uns noch eine ganze Weile erhalten bleibt. Wenn die sogenannten Volksvertreter in diesem Reichstag nicht völlig durchdrehen, dann haben wir auch eine gute Chance, dass sich die Völker der Ukraine und Russlands wieder miteinander vertragen, wenn dieses Nazi-Regime von Zelensky irgendwann sich selbst entsorgt hat. Und dann wird auch hoffentlich werden dann die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland wieder ganz normal werden, so wie das vor 2022 der Fall war. Und wir dürfen eben nicht vergessen, und wir dürfen das niemals vergessen, dass die Ursache für diesen Krieg zwischen der Ukraine und Russland, die wurden bereits im Jahr 2008 auf dem NATO-Gipfel in Rumänien gelegt. Wer sich die Leaks zu diesem NATO-Treffen auf WikiLeaks anschaut, Julian Assange ist erst vor wenigen Tagen freigekommen, da steht eindeutig drin, dass wenn die NATO die Ukraine bzw. Georgien einlädt, NATO-Mitglied zu werden, dann wird es dazu führen, dass Russland sich militärisch auch dagegen wendet. Das steht in diesen WikiLeaks drin. Es kann niemand behaupten von den sogenannten Staatenlenkern des Werte-Westens. Sie hätten nichts davon gewusst. Russland hat es immer wieder deutlich gemacht und auch an die westlichen Regierungen vermittelt, geschrieben, dass wenn die Ukraine und Georgien NATO-Mitglied werden sollten, dass dann Krieg herrschen wird. Minsk II hat sein weiteres dazu getan, dass 10 Jahre lang der Westen die Ukraine aufrüsten konnte, letztendlich gegen Russland, so wie wir im Nachhinein erfahren haben. Es ging gar nicht darum, dass in der Ukraine Frieden geschafft wird. Es ging gar nicht darum, dass die Donbass und Luhansk autonome Republiken werden, sondern es ging einzig und darum, Zeit zu schinden, damit der Wertewesten die Ukraine vollpumpen kann. Und dann natürlich der Völkermord des ukrainischen Militärs, des ukrainischen Nazi-Regimes an der Luhansker und Donetsker Bevölkerung. Darüber schweigen deutsche Medien, darüber schweigen auch die deutschen Politiker. Sie wissen es ganz genau, aber wenn sie es dann öffentlich sagen würden, dann wären sie in Erklärungsnot, warum sie denn ein Nazi-Regime mit Sturmbrigaden von Azov, die Bandera unterstützen, die im Geiste von Bandera leben, wie solch ein rechtsextremes Nazi-Regime unterstützt werden kann, vor allen Dingen dann auch noch mit deutschen Waffen. Um 12 Uhr, kurz vor 12 Uhr, wird es hier an dieser Stelle noch eine kurze
Abschlussrede von Sandrine und dem Orga-Team geben. Soll es von mir aus hier gewesen sein, als kurzer Einblick. Euer Matthias, euer Journalist. Stop the war, Liebe. In die Welt zu senden. Der Himmel war mit uns, der Himmel ist mit uns. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag. Jetzt machen wir eine Abschlusskundgebung, damit alle sehen, wie viel wir sind und dass wir keinen Krieg wollen. Wir wollen Frieden. Wir werden noch ein oder zwei Reden lassen und dann zum Abschluss ein Friedenslied singen. Bei allen, die heute hier waren, sehr herzlich zu bedanken. Viel, viel mehr Menschen sind hier, als wir erwartet haben. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an euch alle. Finde ich gerade den Bernd, der auf mich zukommt. Er hatte die glorreiche Idee, diese Menschenkette überhaupt zu bilden. Bernd, vielen herzlichen Dank. Und gleichzeitig danke ich natürlich allen anderen Organisatoren, die an dieser wunderbaren Veranstaltung mit organisiert haben. Ich kann hier ein kleines Geheimnis verraten. Wir hatten keinen riesigen Stab, wir hatten keine große Organisation hinter uns. Wir waren 4, 5, 6 Leute, die das Ding hier auf die Beine gestellt haben. Umso mehr muss ich sagen, Hut ab für euch allen. Und ich möchte auch noch einen Dank anschließen. Und dieser Dank richtet sich ausdrücklich an die Berliner Polizei. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich bei der Berliner Polizei einmal für eine so hervorragende Organisation von Versammlungen bedanken kann und darf. Aber heute muss ich es tun. Ihr wart großartig. Vielen Dank. Und wenn mir jetzt der eine oder andere auch sagt, was hast du es auf einmal mit der Polizei? Mir ist das scheißegal. Lob muss sein, wenn es sein muss. Und diese Leute heute hier haben einen klasse Dienst, eine tolle Arbeit gemacht. Vielen Dank an die Berliner Polizei. So, das ist die Frage. Die Christina wollte noch ein Gedicht vortragen. Wach auf, Europa! Wach auf, Europa! Der Krieg ist nah! Weißt du nicht mehr, wie schrecklich es war? Als die Stiefel marschierten und Bomber flogen? Soldaten und Panzer durch die Länder zogen. Sie brachten Zerstörung, unendliches Leid. Pass auf, Europa, es ist wieder soweit.
Weißt du nicht mehr, wie die Häuser brannten? Frauen und Kinder um ihr Leben rannten? Verkohlte Menschen auf den Straßen lagen? Europa, willst du das nochmal ertragen? Wie damals die Hetzer im nationalen Gewand, so zetern sie heute Hand in Hand. Offen und schamlos tragen sie dein Kleid. Pass auf, Europa, es ist wieder soweit. Für Wirtschaft und Wachstum, für die heilige Gier, opfern sie alles, Mensch und Tier. Höre und sieh, es ist der gleiche Geist, der dich wieder in den Abgrund reißt. Wach auf, Europa! Und dann wäre nur noch die Aufgabe, mich bei allen zu bedanken, dass sie hier waren, ja, und uns geholfen haben, aus ja, dieser, ich kann keine Worte mehr finden, also hier so erfolgreich zu demonstrieren für den Frieden. Ich muss sagen, ich tue es vor allem, das sage ich eigentlich jedem, für meine Kinder und vor allen Dingen auch für meine Enkel, die das Recht haben, hier in Europa eine glückliche und friedliche Zukunft zu haben und nicht in irgendwelchen Schützengräben für irgendwelche ja, Geldgierigen, ja, na, ich will jetzt hier keine einzelnen nennen, Leute hier zu in den Schützengräben zu sterben. Und ja, ich möchte auch nicht, dass irgendwann mal hier noch wieder Mütter und Väter, wie sagt man, früher in stolzer Trauer ihre Kinder begraben müssen. Also nochmals, vielen Dank für alles. Und ja, ich hoffe, dass andere die Demo vielleicht mal kopieren und wiederholen können. Dann vielleicht noch ein bisschen stärker und mit noch mehr Menschen. Dankeschön nochmal. Sandrine, mein Name, ich bin Mitorganisatorin. Wie der Akzent mich verrät, komme ich aus Frankreich. Ich lebe seit 1988 in Berlin. Ich lebe seit 1988 in Berlin. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir wieder vor einem Krieg stehen würden. Niemals. Mein Vater ist 1936 geboren und ich habe selbst so viel von meinen Großeltern über den Krieg gehört. Welche Schäden, welche Hunger und welche Elend es alles bringt. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich hier für den Frieden werben müsste. Aber ich habe zwei Kinder und ich sehe eigentlich keine andere Möglichkeit, als eine Kundgebung wie diese zu organisieren. Dass wir zeigen an unsere Regierung, dass wir an die ganze Welt zeigen, hier in Deutschland, hier in Berlin, sind so viele Menschen, die für den Frieden sind. Wir wollen Diplomaten und keine Waffen schicken. Wir wollen Frieden. Als ich kam, ich konnte gar kein Wort Deutsch sprechen. Die Gräber zwischen Deutschland und Frankreich waren noch recht tief. Ich habe sehr viel getan für die deutsch-französische Freundschaft. Meine Kinder sind Deutsch-Franzose. In meiner Familie sind Menschen aus allen möglichen Ländern. Wir haben Italiener bei uns, wir haben Belgier, Tunesier. Oh, ich muss nachdenken. Wir haben Deutsche natürlich. Wir haben auch Niederländer, wir haben auch sogar, ich habe eine Ukrainerin in meiner Familie. Das sind alle Liebensmenschen, keine von denen möchte einen Krieg, niemand. Die Einzigen, die für den Krieg sind, das sind diejenigen, die verdienen an dem Krieg. Das sind die Waffenlieferanten. Das ist die Rüstungsindustrie.
Das ist nicht das Volk. Wir wollen alle in Frieden leben. Dafür sind wir hier. Wieder mit rein, Nicole! Wir sind das Volk und wir haben gesprochen. Und wie Bernd sagte, wir hoffen, dass viele, viele Menschen das auch so nachahmen und weitere Kundgebungen organisieren. Diese ist ein kleiner Tropfen auf der heißen Stein. Es werden mehr und es muss mehr Kundgebungen geben. Es muss mehr, diese Friedensbewegung, es muss wieder belebt werden und es wird es auch. Ich habe wirklich Vertrauen, ich bin zuversichtlich. Ich danke euch alle, dass ihr gekommen seid. Wir haben ein ganz starkes Signal gesendet. Diese Bilder werden rund um die Welt gehen. Die werden nach Russland gezeigt werden, die werden in die Ukraine, die werden überall in Amerika gezeigt werden. Das können Sie glauben. Vielen Dank. Nie wieder Krieg! Nie wieder Krieg! Nie wieder Krieg! Nie wieder Krieg! Wir wollen Frieden! 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 Fr